Jetzt denkt ihr auch, was hat die denn für ein Problem? Ist doch nicht so schlimm, wenn man nicht laufen gehen kann. Doch, ist schlimm. Es ist so schlimm. Ich könnte heulen. Ja, guten Morgen, meine Lieben. Ich habe jetzt gerade den Kleinen mal in die Kita gebracht und wollte mir jetzt mal kurz die Haare machen, weil ich jetzt Sport machen will. Das ist morgens immer ein bisschen doof, weil ich den Kleinen mal in die Kita bringe und dann schminke ich mich vorher und dann mache ich Sport und dann muss ich duschen und dann schminke ich mich nochmal. Aber ich bin auch so eine Tante, ich kann auch nicht irgendwie ohne Schminke aus dem Haus gehen. Aber ich schminke mich ja auch nur echt so minimal, so ein bisschen ganz leicht abgepudert und dann ein bisschen Lippenstift und ein bisschen Rouge. Also das muss ich immer irgendwie haben. So, okay. Und jetzt muss ich mir die Haare flechten, weil ich kann überhaupt keinen Sport machen, wenn mir die Haare, auch wenn nur ein Haar irgendwie in mein Gesicht kommt, das kann ich irgendwie überhaupt nicht ab. Und deswegen flechte ich mir die Haare immer. Und dann ziehe ich mich vielleicht ganz schnell um. Ich nehme euch dann mit. Und dann gehe ich runter in mein Home Gym und dann werde ich da ein bisschen laufen gehen und ein bisschen Krafttraining machen. Ja, momentan kann ich ja nicht so viel Sport machen, weil ich ja echt so angeschlagen war in letzter Zeit und auch echt immer wieder zurückgeworfen werde in meinem Training, dass ich auch dieses Jahr leider, wo ist denn jetzt mein Haargummi? Da ist es, das lag noch im Schlafzimmer auf dem Nachtschränkchen. Ich laufe immer, wenn ich laufen gehe, dann immer meine 10 Kilometer. Ab und zu, weil ich jetzt keine Zeit habe oder so, vielleicht mal 8 oder sowas. Ja, aber über 10 habe ich dieses Jahr nicht gemacht. Und ja, weil ich ewig immer krank war und dann, wenn ich erkältet war, dann kannst du auch nicht laufen gehen, ne? Also kein Ausdauertraining während einer Erkältung, weil das ist wirklich, wirklich, und da appelliere ich wirklich auch an euch, wenn für alle die, die echt auch gerne Sport machen. Ich habe den Fehler oft gemacht, dass wenn ich mal erkältet war und hab gemerkt, ah, jetzt wird es langsam wieder besser, zack, die Laufschuhe an und rausgegangen und dann gab es einen Rückfall. Und der haut dich dann so richtig um. Und das Gefährliche ist ja tatsächlich bei Erkältungen, die sind ja eigentlich harmlos, aber bitte nicht mit Ausdauersport kombinieren, auch nicht, wenn ihr euch wieder fit fühlt, weil das kann sich wirklich auf die Herzmuskulatur auswirken. Ablegen, das kann sich tatsächlich zu einer Herzmuskelentzündung entwickeln und das wollen wir natürlich nicht. Ne? Ich werde mich jetzt mal schnell umziehen und dann, guck mal, das ist ein cooles Shirt, ne? Das habe ich irgendwann mal mit meiner Freundin in Düsseldorf gekauft. Gut, so Krafttraining, so bin ich im Training, mache ich ja jeden Tag oder alle 2 Tage spätestens, so meine 20 Minuten, ihr kennt meine Workouts, aber so richtig ins Laufen gekommen bin ich nicht, halt durch meine ewigen Erkältungen. Ja, nervig. Jetzt denkt ihr auch, was hat die denn für ein Problem? Ist doch nicht so schlimm, wenn man nicht laufen gehen kann. Doch, ist schlimm. Es ist so schlimm. Ich könnte heulen. So, ihr Süßen, wir sind jetzt im Schlafzimmer. Das ist hier unser Bett. Ich glaube, das habe ich schon mal gezeigt. Und ich werde jetzt mal schnell meine Sportklamotten anziehen, damit ich runtergehen kann zum Training. So, das ist jetzt hier gerade meine Lieblingslaufhose und Trainingshose. Die habe ich eben den ganzen Sommer über angehabt. Ja, die liebe ich irgendwie total und die ziehe ich total gerne an, weil die so schön luftig ist. Die hat auch so eine eingenähte Unterhose drin und das finde ich eigentlich total praktisch. Muss ich auch irgendwie haben, habe ich immer so den Eindruck. Und ja, ich werde euch die Hose auch unten verlinken. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal gucken, ob die auch was für euch ist. Die hat auch hinten so einen Reißverschluss, finde ich ganz cool und praktisch für Schlüssel oder irgendwas, wenn man draußen laufen geht. Und ja, ich ziehe mich mal ganz schnell zu Ende um. Jetzt mache ich mal meine so eine Selfie-Aufnahme hier. Aber ich müsste mal das Licht ausschalten. So, das ist jetzt hier praktisch mein Outfit. Ganz einfaches Tanktop. Und ja, jetzt kommen noch meine CEP-Socken dazu. Meine Kompressionssocken, die ich immer trage, wenn ich laufen gehe. Und die sind ganz pink. Pinky, pinky. Bin ich wieder mit meinen pinken CEP-Socken. Ich liebe die. Warum trage ich diese Socken? Das sind Kompressionssocken, einfach damit die Blutzirkulation wieder anregen und das Blut auch einfach nach oben wieder geschossen wird und damit es nicht so einen Blutstau gibt. Das erleichtert vor allem auch die Regeneration nach dem Laufen, nach langen Belastungen. Aber solche Socken machen auf jeden Fall erst Sinn nach einer gewissen Strecke. Also jetzt nicht einfach nur so im Alltag oder sowas. Es sei denn, man arbeitet irgendwie die ganze Zeit nur im Stehen oder man steht wirklich beim Job 8 Stunden lang. Aber sowas macht tatsächlich erst in so ab 7, 8 Kilometern. Ne?
Aber vorher halt nicht. Also da könnt ihr ganz entspannt sein, ne? Aber die sind echt cool und die habe ich tatsächlich die ganze Schwangerschaft über getragen, weil ich keine Lust hatte auf diese ätzenden, hässlichen diese Thrombosestrümpfe, weil ich habe die auch gar nicht alleine anbekommen. Schon mal gar nicht mit meinen Nägeln und gar nicht alleine ausgezogen bekommen. Und ja, deswegen habe ich immer meine Laufsocken angezogen. Fand meine Frauenärztin irgendwie damals nicht so witzig, aber ich. Das ist mein Laufband, das liebe ich heiß und innig. Das ist richtig cool von Taurus und das ist ein richtiges Marathon-Trainingsgerät. Und das ist mein Step, kann ich sogar noch eine Stufe höher stellen. Das ist unsere endgeile Dialtec-Hantel-Systemstation. Da kann ich die Gewichte einstellen und habe dann dafür nicht so eine ganze Reihe an 10.000 Hanteln hier rumstehen. Also ist sieht stylisch aus und ist echt praktisch. Unsere Hantelbank ist hier. Und ja, da trainieren wir. Hier habe ich sogar noch ein paar Kurzhanteln. Hier habe ich so eine Trainingsleiter. Wollte mal wissen, was das ist. Voll cool. Die kann man so aufstellen. Aber die ziehst du einfach genau auseinander und dann kannst du da richtig geile Übungen dran machen. Ne? Kennt man vielleicht von irgendwelchen Fußballern auch. Also die haben auch so eine Trainingsleiter. Ja, und das ist unsere Bodycraft-Station. Das ist auch richtig cool. Ersetzt praktisch auch ein ganzes Fitnessstudio. Hier kannst du auch einzeln mit den Kabelzügen trainieren. Hier hinten haben wir noch andere Griffe. Hier haben wir Gewichte, ich glaube bis 130, 140 Kilo. Für meinen Mann interessant, für mich endet das schon relativ weit oben. Und hier können wir sogar auch noch die Schrägbank reinstellen und jede Menge Übungen machen. Sogar Klimmzüge können wir machen. Ne? Also das Ding ist echt multifunktional. Ich liebe es, es ist sehr praktisch und ja, es macht Spaß. Ja, also das ist im Grunde unser Home Gym. Hinten haben wir die Wand, genau wie Noahs Zimmer, auch in dieser Pistazien-Limettenfarbe angestrichen. Und ja, und jetzt wollen wir noch hier oben noch einen Flachbildschirm dran tackern. Und so hier soll noch ein Spiegel hin, damit man einfach besser trainieren kann und indem man sich sieht. Ja, ich werde jetzt anfangen. Ich gehe jetzt hier aufs Laufband und dann gucke ich irgendwie eine Serie. In letzter Zeit laufe ich gerne auf dem Laufband, weil ich dann einfach aufhören kann, wann es mir beliebt. Einfach weil ich gerade nicht so genau weiß, wie fit ich gerade bin. Deswegen trainiere ich gerne gerade zu Hause bequem und mache dann ja, irgendwie so eine Serie an auf dem iPhone oder auf dem iPad und dann laufe ich dazu und das ist ganz praktisch und dann gehe ich direkt duschen, mache mich fertig und dann schmeiße ich mich meistens direkt dann in mein Arbeitszimmer hier nebenan und dann schneide ich meine Videos oder mache irgendwas. Ja, okay, ihr Süßen, ich fange ja mal an. Mein Workout ruft. Linda! Bis gleich. Tschüss. Bin jetzt gerade beim Auslaufen und ja, jetzt habe ich gerade übers iPhone eine neue Serie angefangen und zwar Outlander. Ich glaube, die läuft sogar auf ProSieben, aber ich bin jetzt angefangen mit der ersten Staffel, mit der ersten Folge und ist richtig cool. Macht richtig Spaß beim Laufen, ist ein bisschen unheimlich, aber ist cool. Im August hatte ich ja auch noch einen Krankenhausaufenthalt, habe ich gar nicht erzählt. Ne? Da hatte ich mit der Bandscheibe Probleme und ja, vom ganzen Heben und wenn Noah sich auf den Boden schmeißt und ich ihn abkratzen muss. Ja, und das war halt sehr, sehr oft irgendwie der Fall, dass ich aus dem Rücken gehoben habe, obwohl ich weiß, man geht in die Knie. Aber oftmals, wenn so ein kleines Kind sich wehrt, kann man nicht so ergonomisch sich bewegen und hatte dann so einen leichten Bandscheibenvorfall. Ja, und muss dann natürlich auch merklich auch wirklich mit dem Sport kürzer treten. Normale Workouts machen wir nichts. Hohe Gewichte gehen momentan mäßig. Das Laufen, ja, momentan auch nicht so gut. Aber ich meine, das Wichtigste ist, bewege mich, bewege meinen Arsch. Ich mache Sport, mache viel Krafttraining. Dehnen ist auch ganz wichtig. Und das ist die Hauptsache, ne? Die Bewegung ist da. Und so bleibt auch meine Ausdauer, meine Muskulatur erhalten, mein Muskelkorsett und ja, und die Spekulatius von gestern sind auch abtrainiert jetzt gerade. Ich bin nämlich gerade noch an einem Projekt dran. Das ist bald fertig und dann werde ich euch auch erzählen, worum es geht. Eine kleine Neuigkeit, eine Ankündigung und ja, wenn es soweit ist, bin ich mal sehr gespannt, was ihr davon und darüber denkt. Okay, dann bis gleich. Ja, meine Lieben, ich habe jetzt gerade schon geduscht, habe mich jetzt angezogen und habe mir die Haare schon gekämmt und ich werde mich jetzt mal eincremen. Das ist hier meine Daily Creme von Nivea mit Lichtschutzfaktor 15. Das ist mein Deo. Ich zeige euch mal meine Body Lotion.
Die liebe ich, die habe ich schon seit 1000 Jahren. Die ist von Biotherm Eau d'Energie. Könnte ich so aufessen. Und heute ist mein Duschgel leer gegangen. Das alle muss ich wegschmeißen. Auch von Eau d'Energie. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Und jetzt werde ich mich schminken. Indefectible, 24 Stunden. Ich benutze immer einen Pinsel und da kommt eine Linsengröße, ein Klecks drauf. Und das werde ich hier verteilen und das verteilt sich hier super. Ich brauche keinen mega krassen Pinsel von irgendwelchen teuren Marken oder irgendwie sowas. Ich verteile das hier einfach. Razzifazzi, als Mama habe ich nicht viel Zeit. Vor allem morgens nicht, wenn ich die Kleine in die Kita bringe. Fertig, ebenmäßig. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber ich sehe das hier, dass das alles ebenmäßig ist. Mein Puder drauf, das ist auch von Maybelline. Könnt ihr erkennen hoffentlich. Bronzing Powder, das ist die Nummer 2. Golden Soleil. So, fertig. Also ich schmink mich morgens echt in, weiß ich nicht, 8 Minuten oder sowas. Und dann ein bisschen Rouge. Dieses Rouge ist von Maybelline New York. Mit so einer blöden Klappe, aber das ist egal. Wenigstens bleibt ihr dran. Und das ist die Nummer, kann ich nicht mehr erkennen. Ah, Nummer 80. Ich erkenne sie jetzt. Das ist die Nummer 80. Dare to Pink. Meine Sweeties kommt von Christian Dior. Die Farbe heißt Equinox 541 und das ist so ein richtig cooles, ganz feines, schimmerndes Puder. Das passt hervorragend zu Silber und zu Gold, weil es sich anpasst. Dazu nehme ich einen kleinen Applikator und setze das immer hier auf mein Augenlid. Ich liebe es. Ich kann das überall zu tragen und es passt einfach wunderbar. Und noch hier ein bisschen in die Ecken rein, ein bisschen verteilen, zack, zack, andere Seite. Und es schimmert immer total schön. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie erkennen. Und das bleibt auch den ganzen Tag über. Setzt sich nicht so blöde ab. Also das ist echt ein toller Glitzer. Irgendwie ganz fein. Also jetzt nicht so dieses Grobe, was so bunt glitzert, fürchterlich. Sondern es ist echt so ein ganz edles. Und ich kann das aber trotzdem jeden Tag tragen. Jetzt noch ein bisschen Eyeliner. So. Der gibt ja auch bald seinen Geist auf. Er ist schon zu Tode gespitzt. Von Manhattan. And Estelle von Manhattan. Das ist die Farbe Berlin Berry. Und das ist so cool. Das bleibt auf den Lippen drauf. Also trocknet die nicht aus und ist wie so ein Lack. So. Guck mal, die ist so gebogen bei mir, ne? Voll krumm schon mittlerweile. Diese Augenbrauenbürste. So, der Long Lasting Liquid Liner Nummer 1. Und das ist so ein dicker, wie so ein Edding. Total cool. Und man kann den super präzise auftragen. So, da wird doch die Linde langsam vollständig hier, ne? Mascara, die ist auch von L'Oreal. Volume Million Lashes. Und tusch, tusch, tusch. So, und jetzt die Augenbrauen, die mache ich mir auch immer mit Three Smoky Eyes. Das Ding habe ich auch ewig, ne? Und dann male ich einfach so ein bisschen nach, verdichte. Es ist auch einfach nur so ein bisschen so dick, 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 weißt du? Fertig. Jetzt bin ich fertig geschminkt, ne? Das hat jetzt genau 5 Minuten gedauert, wenn überhaupt. Und jetzt fülle ich mir mal eben ganz schnell die Haare. Ja, ihr Süßen, jetzt sind meine Haare fast trocken. Die werde ich jetzt einfach Luft trocknen lassen, noch nicht eindrehen, weil die sonst irgendwie verbrennen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was frühstücken, Kaffee trinken. Ja. Die Routine morgens, wie wir den Noah fertig machen, die kann ich euch irgendwie gar nicht zeigen, weil das ist immer voll chaotisch morgens hier, weil der rennt uns immer weg und will mit seinen Lego spielen und das alles nackelig am liebsten. Und ja, deswegen, ich kann das nicht zeigen, das ist dann so viel des Guten. Und dann bringe ich ihn einfach in die Kita, komme zurück und dann fange ich einfach das Programm an, was ihr jetzt gerade gesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So sieht es bei mir morgens immer aus. Einen schönen Tag wünsche ich euch und wo immer ihr gerade seid, passt immer schön auf euch auf. Tschüss und bye bye.